wie findet ihr den Tag bis heute? Mega. Also, seid ihr zufrieden? Sehr zufrieden. Deutlich mehr Autos, als wir gerechnet haben. Auf jeden Fall viel mehr Mitfahrer, als wir gerechnet haben. Ich glaube, was hatten wir? 200 Schüsselbänder. Die waren schon vor einer Stunde weg. Also ich denke mal, wenn man sich das hier anguckt, haben wir hier 350 Leute. Nee, das sind keiner. Nee, das sind keiner. Ist schon. 350 Leute rumlaufen. Gott sei Dank haben wir viel aufgeräumt vorher und die Autos alle auf Nachbargrundstück gestellt. Und fast alle beteiligten Firmen waren pünktlich, ne? Aber auch nur fast. Aber wer war denn nicht pünktlich? Ja, wer wohl? Ja, da haben wir wieder. Ja, dann auf einen schönen Tag, oder? Ja. Da würde ich sagen. Wenn der jetzt eben wegkommt. Welche S-Klasse? Die da jetzt kommt. Wieso? Die sind noch hinten stehen. Hinten bei Juri. Ach, hinten ist, okay, da sind die Juri. Noch. Okay, alles klar. Gut. Alles bei Juri hin. Ja, so, ich fahre damit los. Ja. Wir haben, Juri war gerade hier. Wir haben gesagt, wir machen den ganzen Hof von Juri mit voll. Na, okay. Geht ja nicht anders. Das ist geil. Das ist ein Umbau. Der war auch schon hier, ne? Doch, der war auch schon hier. Und da kommt der Partybus. Nee, du lachst. Ohne Scheiß. Wir haben über 200 Leute wir schon. Wir haben jetzt schon 200 Leute hier rumlaufen. Leute. Oh, gut, nicht Autos, aber... Ich wollte gerade sagen, auch nicht 200 nee, nee. Autos. Wie viele Autos haben Sie? Keine Ahnung. Ganz 100. Also 100, knapp über 100 angemeldet, haben wir noch so mit 20, 30 gerechnet, die so kommen. Aber siehst du selber. Aber doppelte wie letztes Jahr. Ja. Moin! M-Sender sind nicht zugelassen! Morgen und herzlich willkommen beim diesjährigen OM Classics Charity Run. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle so ja, zahlreich erschienen seid. Also die Erwartungen wurden ja, verdoppelt, würde ich fast sagen. Bestes Wetter dabei, schöne Autos dabei, alle haben gute Laune. Das kann nur ein toller Tag werden. Geplant ist, dass wir in den nächsten ja, 20 Minuten aufbrechen, einmal in unsere Ausstellungshalle fahren, uns dann noch mal so ein paar alte Autos angucken und dann geschlossen nach Gehlenberg fahren. Zur Philipp, war es die Mühle oder das Sägewerk? Die Mühle, genau. Dort gibt es Kaffee und Kuchen, einen kleinen Aufenthalt und von da aus fahren wir dann ins Museumsdorf. Da wurde der Parkplatz großflächig für uns abgesperrt, da haben wir dann auch ein Catering aufgebaut und dann wollen wir mal schauen. Und dann musst du quasi mit dem BMW vorfahren, die Leute hast du schon alle hinter dir. Und willst du nicht vor? Weil ich jetzt schon zur Halle fahre, aufmachen. Mhm. Ich fahre jetzt vor. Das ist geil, ne? Allererste Sache. Mhm. So geil. Das kriegt ja alles neu. Die Innenausstattung. Was ist da passiert, weißt du das? Keine Ahnung. Kriegt man nicht aus, oder? Ich krieg noch 3, 4 davon. Der ist so geil. Das ist so ein ganzes. Egal, wo du hinkommst, Daumen hoch, hupen. Ausstellung, oder? Hm? Ja, aber die fangen gleich alle, einer fährt gleich vor. Und dann auf den Lidl-Parkplatz auch. Ja, genau. Sind alle da? Ich fahr bei Kino mit. Ja, ja, alles gut. Ich nehme den Booster aber auch ja, da ja, rein. Ja, 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 ja. Oder soll ich den hier drin lassen? Nee, jetzt lass ihn erstmal hier drin. Wir müssen jetzt erstmal los. So, Patrick, zwar gerade ein bisschen im Stress, aber kannst du erzählen, wo der erste Stoppel geht. Der geht jetzt zu unserer Ausstellungshalle, falls unser Bulli das alles so übersteht. Oh, 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 das meine ich nämlich. Okay. Der will nicht auf einen pötten heute. Scheiße, die kommen alle falsch, die kommen alle falsch. Alle falsch, nichts abgesperrt. Oh, scheiße. Roadbook drauf. Was denn? Du hast die Planung. Aber du musst ja genau wissen, hier links, rechts, ja. Vorne, hinten. Doch, ich bin sehr zufrieden, Philipp. Ich hoffe, dass eigentlich noch alle Autoradios da sind, aber es wird wohl alles cool werden. Ja, Wahnsinn, wenn man sich hier mal umguckt. Wir können ja mal nach draußen gehen. Also ich glaube, so viel Bewegung gab es hier noch nie. Und wenn wir jetzt mal hier draußen gucken, was ist los, Philipp? Hast du es wieder kaputt gemacht? Andreas, wollte was von dir? Aber gleich fährst du vor, ne? Ja, ich fahr jetzt gleich vor. Die Biker. Ja, und dann kommst du. Ja. Welches, du fährst, Keno, du fährst gleich hinter... Also ich fahre vorweg, dann kommen die Biker, dann kommt Chibi mit seinem E30 Cabrio, weil der Film, und du dann quasi dahinter. Okay, dann fahre ich hinterm E30. Genau, E30 Cabrio, genau. So, dann muss Chibi jetzt eine Ansage machen und dann sammle ich euch gleich alle ein. Ja. Jetzt geht's zu Lidl. Jetzt geht's auf den Lidl-Parkplatz. Und da sammeln wir gleich alle Mitfahrer ein und dann geht's nach Gehlenberg. Dann wollen wir mal gucken. Jetzt sehen wir gleich vor allen Dingen alle Autos auf einem Platz, Philipp. Und da bin ich extrem drauf gespannt. Mal geil organisiert, die Biker, muss man sagen, ne? Ja, er mit seinem Roller steht natürlich komplett mitten im Weg. So, wo fahren wir jetzt gleich raus? Wir müssen hier wieder raus. Also hier raus? Runde, ja. Hier raus? Okay. Ja, ja. So, wo muss ich gleich lang? Jo.
Welche Ausfahrt? Wir fahren gleich den Kreisel und dann fahren wir nach da raus. Hier raus, ja. Okay. Mach mal den Spiegel jetzt ran, die Polizei ist schon da. Und die Biker machen die Straße zu. Ich breche jetzt Essen. Dieses Bild im Rückspiegel, ich brauche gleich Tempotaschentücher. Das ist Hammer, ne? Ich weiß auch keinen, wenn da so viel Gänsehaut heute. Ich habe noch nie so viele schöne Fahrzeuge auf meinen Augen gesehen. Uli, kannst du ein bisschen einschlagen? Moin, traumhafte Kulisse wird das. Geil. Jetzt wollen wir mal gucken, Philipp, wie viele es geworden sind. Einmal auf die Motorhaube legen, Matthias. Einmal auf die Motorhaube legen und anfassen. Hast du das drauf? Nee, ne? Oh, was soll denn das? Na gut, was für die Arme. Das war der letzte, wa? Ja, ich denke schon. Nee. Aber ich schätze, wir gehen wohl doch Richtung 150 Autos, oder? Weil wenn du da guckst, was da hinten alles noch steht und was um der Kurve stehen geblieben ist, Wahnsinn. Wie viele Meter ist denn die ganze Strecke lang? Insgesamt 89, Philipp, ne? Ja. 89 Kilometer. Also um 10 Uhr ist das mit dem Frühstück gestartet. Ja, und dann gegen 11 Uhr losgefahren. Ja, genau. Gab es noch einen Zwischenstopp? Genau, bei uns in der Ausstellungshalle, ja. Das ist genau dein Musik. Ich stehe da richtig drauf, Philipp. Das ist, ich ziehe mir gleich aus einen Schottenrock an und dann lasse ich hier frei baumeln untenrum. Schneid das raus. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin ja, gut gefallen. Wetter ist geil. Alle sind, glaube ich, ganz gut gelaunt. Autos sind auch noch keine liegen geblieben. Da wollen wir mal hoffen, dass das auf der zweiten Etappe auch so bleibt. Dass wir erstmal das. Stell dich aber so hin, dass keiner an dir vorbeifährt. Ja, will ich ja. Ne? Okay, Chevy? Hier rechts? Links. Ich bin Hellerbest-Taufrennen hier. Also auch in Gehenberg muss ich sagen, der Verein ganze Arbeit geleistet, vor allem mit der Liveband. Passte perfekt. Leckeren Kuchen, leckeren Kaffee, geiles Wetter, geile Location vor der alten Mühle. Also ich muss echt sagen, das war ganz großes Kino. Die Leute sind alle gut zufrieden, alle sind glücklich. Die. So, Patrick, wir sind angekommen. Ja, dann wollen wir jetzt mal gucken. Wo sind wir denn überhaupt? Jetzt sind wir im Museumsdorf in Kloppenburg. Und gucken uns jetzt einfach mal an, wie die ganzen Fahrzeuge hier so nach und nach eintreffen. Und vielleicht sollten wir jetzt auch mal anfangen zu zählen, weil ich habe irgendwann bei 100 Fahrzeugen, glaube ich, den Überblick verloren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 21, guck dir das an. Ist das ein geiles Bild oder ist das ein geiles Bild? Und? Ja, jetzt kriege ich Gänsehaut. Ja, wie war es denn heute? Was sagt ihr denn Feedback abschließend? Feedback des Tages. Ich glaube, wir hatten 120 Autos ungefähr, gefühlt 300 Besucher. Geiles Wetter, geiles Essen, keiner ist liegen geblieben, geile Location. Also besser hätte der Tag nicht laufen können. Also ich bin begeistert. Mit dem Motorradfahren war dies ja auch ein Idealfall, weil wir viele Umwege auch gefahren sind. Die haben die abgesperrt. Keiner gedrängelt, keiner geschubst. Leider keiner liegen geblieben, wäre noch was Interessantes gewesen. Oh Mann. Aber wir sind schön durchgekommen. Beep. Noch mit dieser Geschichte. Alter Kapitalist. Wollen wir nächstes Jahr wohl wieder veranstalten. Also Leute, seid gespannt. Im Jahr 2023, der dritte OM Classics Charity Run geht quasi schon in die Planung.